Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meiner sechsten Let's Play-Folge von Final Fantasy VII, dem Remake. Wir befinden uns jetzt wieder am siebten Himmel und starten jetzt endlich wieder eine Hauptmission. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, wer die Folge davor verpasst hat und die Folge davor und davor, also drei Folgen am Stück, da waren wir auch schon in den Slums, haben einige Nebenquests gemacht. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, die Nebenquests, die wir bis zu diesem Punkt nicht gemacht haben, können wir, wenn wir diese Mission jetzt hier starten, nicht nochmal erledigen. Diese Warnung sollte jetzt auch nochmal kommen. Ich danke fürs Einschalten, lasst schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr das Let's Play nicht verpassen wollt. Feuer frei. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Ich könnte auch erstmal meine Jacke anziehen. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Okay, die Warnung kommt nicht, da ich alle Nebenquests abgeschlossen habe. Ich habe es nämlich vorher schon gesehen. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raftsan. Beeil dich, Tifa. Ich probiere jetzt nochmal aus, ob ich jetzt Darts spielen kann. Das möchte ich einfach mal testen. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Okay, dann jetzt noch nicht. Was darf es sein? Hast du was Starkes? Was für ein richtiger Bengel. Schon im Original habe ich jedes Mal diese Option genommen. Bisschen aus wie Mittelstrahl. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Na, jetzt wurde abgefüllt. Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Cosmo Canyon, das ist cool. Sieht toll aus. Ich muss los. Aber passt. Auf den Cosmo Canyon freue ich mich mega. Aber wer weiß, das wird wahrscheinlich erst in dem zweiten Titel in ein paar Jahren dann mal zu sehen sein. Gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn es ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Ein nüchterner. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Oh, ich sollte mir eine Beschäftigung suchen. Komm, mal gucken, ob ich's testen kann. Ich weiß ja, dass man hier Darts spielen kann. Mal gucken, ob es funktioniert.
Ja, ich bin gespannt. Mit X kannst du einen Dartpfeil werfen. Die geworfene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Man wirft in jeder Runde mit drei Pfeilen. Naja, gut, ich muss jetzt nicht die Spielregeln. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Wir finden das jetzt einfach raus. Ah, okay. Wie werfe ich mit X? Ah! Verdammt. Komm. Bitte? Der Cursor war locker auf der 60. Ah ja, 85 Punkte. Komm, das Spiel machen wir auf jeden Fall zu Ende. Ah! Oh, gerade so. Ab ins Elli Pelli. Ah, voll verrissen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist ein Robin Hood fast. Nächste Runde. Jetzt ja Doppel-Out oder Single-Out? Komm, wir machen eine 16 und eine. Ach nee, ich kann nicht rechnen. Doch, wir machen eine 16. Das war eine Doppel-16, da wollte ich eigentlich nicht hin. Okay, kann ich nicht zumachen. Zack. So, komm. Doppel-12. Bam! Erstes Spiel gleich mit dem Doppel-Out. Okay, ich bin zufrieden. Weiter geht's. Das ist ja geil. Es gibt sogar eine Bestenliste. Badges auf Platz 1. Da müssen wir mal einen neuen Data draus machen. Dann warte ich So. mal. Wir machen uns jetzt mal hier nach unten. Geht noch nicht. Okay. Ach nee, ach, ich bin ja auch bescheuert. Mach mal Augen auf. Ach nee, okay, ich kann noch gar nicht, ich kann noch nicht runterfahren. Das ist, gucken wir mal hier an das Pad. Ach, das ist die Rangliste. Ich glaube, ich muss das Lokal verlassen. Dann dürfte eigentlich das Teil wieder hochfahren. Mal halt hinter der Bahn bedienen uns. Die gelbe Blume war ein seltsames Mädchen. Die gelbe Blume. Hier gehen wir auch nicht raus. Gut. Raus komme ich ja nicht. Das heißt, ich muss ja jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Also hier runterfahren. Zeigt sich. Na komm, spielen wir jetzt einfach. Ach, alles klar, ich muss mich hinsetzen. Augen auf! Naja, kann man ja nicht gleich alles wissen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem, ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Sind wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf!
Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich hab noch ein bisschen was draufgelegt. Sollten es eigentlich nicht 2000 sein? Fit. 500 hat er so, vorgekommen. Dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Mhm. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Cool. Ihr seid... Mann, das tut gut. Okay, ich komme nicht selbstständig herum. Du alter Schluckspecht. Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Genau. Schnüffler von Shinra? Bist du dir ganz sicher? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Nö. Der soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Alter, wie er läuft, der Linke. Die laufen beide gleich dämlich. Was glotzt du so? So wild. Gehört vielleicht dazu. Hol der Atzen. Ist was? Aus dem Weg! Verpiss dich! Tut mir leid. Hey, was glotzt du denn so? Auf dem Wallmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder Boss? Oh, Wallmarkt. Da bin ich auch schon gespannt. Unser Boss ist nicht zimperlich. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Der hat so ein kleines Messer und er hat so ein Schwert. Es ist so dämlich. Lächerst du dir nicht zu schreien! Scheiße! Tschüss! Brenne! Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also... Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt! Bring mich bitte nicht um! Was ist das für eine Pfeife? Jetzt flennt er auf einmal. Feuer frei! Ich mach Hackfleisch aus dir! Da kommst du aber nicht mehr zum Ausweichen. Ich mach Hackfleisch aus dir! Oh, der kann ja schon austeilen, der Kollege. Okay.
Ne, da kannst du dann, wenn er dich einmal hat, kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Versehen. Was, leg mir Blumen aufs Grab? Oh, was will Schindra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ja, ab ins Bett weiter. Und ausruhen. Naja, keine Zeugen, perfekt. Nicht schlecht, Herr Alleskönner. Ja. Die Typen waren in letzter Zeit öfter. Ja. Wollen die das wissen? Die haben es da gar nicht gesehen. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reingehen? Gut, es geht um Folgendes. Und oh, eine Aufrufsubstanz. Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Das sieht so edel aus. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Shiva oder Ifrit? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Oder Kokobomber. Das ist die Anzahlung. Ifrit, haha. Ich habe tatsächlich schon überlegt, wann bekommt man die erste Aufrufsubstanz. Die allererste bekommt man nämlich im Original außerhalb von Midgar erst. Und das ist relativ spät. Und da der erste Part, also der erste Teil von Final Fantasy, dem ganzen Remake, das sind ja 3 Episoden insgesamt. Das könnte noch ein paar Jährchen dauern. Und ich denke, dass der erste Part nur innerhalb von Midgar spielt. Genau weiß ich es nicht. Ich lasse mich da mal überraschen. So, mit Beschwörermaterie kannst du mächtige Verbündete, genannt Esper, früher Aufrufsubstanz, herbeirufen. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Die Materie löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Sobald diese voll ist, kann die Esper beschwört werden. Beschwörmaterien werden in einem speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Es kann nur eine Materia zur gleichen Zeit verwendet werden. Oh, das ist natürlich auch eine geile Geschichte. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. So, das muss ich gleich mir mal angucken. Materia. Das ist der spezielle Materia-Slot. Finde ich geil umgesetzt. Da kannst du quasi nicht wie früher dir die ganze Leiste mit sämtlichen Aufrufsubstanzen vollknallen. Ich habe ja auch eine Kaktorsubstanz oder Materia. Ich kann bis jetzt nur den Kollegen reinmachen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. DLC, Kaktor. Habe ich erhalten. Aber warum? Ach, jetzt kann ich ihn sehen. Kaktor und Ifrit. 10.000 Stacheln, das haut schon ordentlich rein. Wir belassen es jetzt erstmal bei Ifrit. Also pack okay. Alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin sowas von ready. Bist du bereit? Yes. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Ein Cloud für alle Fälle.
Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder aber echt oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnamen! Vollgas voraus! Festhaltenwegs! Oh, geil. Schaut. Ja? Das der Beat ist so mega. Hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makrogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? ID-Check, jetzt! Kontrollpunkt passiert! Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Okay, die Steuerung ist wie... Ernsthaft? Na super. Ah, kein Problem. Wir haben ja Cloud dabei. Im Original. Hast du als Soldat gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorradeinsätze. Nicht, dass du mir mit deinen Fahrkünsten Schmetterlinge in den Bauch zauberst und ich ohnmächtig werde. Sieh nach vorn, dann wird dir nicht schlecht. Toller Tipp. Jetzt geht's raus! Freust dich wohl drauf. Na klar freu ich dich darauf. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Die Arme um einen starken Mann geschlungen. Meine Güte. Ah, ah, ja. Hilfe! Ja, ja. Was für ein Nervenkitzel. Also mit Kreis und Viereck haut man entweder nach rechts oder nach links. Läuft ja wie geschmiert. Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Oh, wie geil ist das denn? Das war die Drifter-Tacke mit Dreieck. Ist das fett. Du, hast du dich etwa für mich so ins Zeug gelegt? Für uns alle. Na sicher. Danke. Sag mal, kann es sein, dass wir langsamer geworden sind? Kommt dir nur so. Ich mach hier den vollen Megaturbo. Oh, jetzt waren es ein paar mehr. Oh nein, das könnte übel ausgehen. Was machen wir jetzt? Halt still. Hör, hier drüben. Ja, das ist ultra stark umgesetzt. Eindringlinge entdeckt. Nehmen wir Verfolgung auf. Geben die denn hier auf? Elite-Kämpfer. Nee, oder? Das klingt ja nicht gut. Da haben wir doch keine Chance.
Schon dabei. Oh, was ist das? Das ist was Neues. Als hätten wir nicht schon genug Ärger. Quetsch, gib Gas! Schneller geht nicht! Kein Problem. Was soll das heißen? Kein Problem. Ihr habt ja mich. Auch wieder wahr. Na dann, viel Spaß, Soldat. Ja. Ach, wen haben wir denn da? Eine Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Verstanden. Soll das heißen, er kommt? Bestimmt. Lass uns das hinter uns bringen. Sonst fährt er uns gleich mit über den Haufen. Ja. Die Lage ist ernst. Und Schiff. Ja. Na. Du musst besser ausweichen! Jetzt fahr ich voll rein. Ja, 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 ja. Cloud, was ist denn los mit dir? Ja. Das war's! Können wir nicht mithalten. Das überrascht mich nicht. Du übrigens auch nicht, Jesse. Irgendwas Größeres kommt gleich. Der Ausgang! Juhu! Frischluft! Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Und ihr habt keinen Sturzhelm auf. Schämt euch. So geht's ja nicht. Und Schiff. Alter, boah, das Motorrad ist ganz schön. Ich halte mal besser etwas Abstand. Sicher ist sicher. Ja. Klaus, schnell, hilf uns. Ich bin doch schon dabei. Ja. Bist du überfordert? Ah, schade. Doch, den habe ich auch noch erwischt. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Wieso hauen die ab? Ja. Schade. Ah. Ist aber schon. Kein Problem. Was denn jetzt? Er freut sich. Tut, tut! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch! Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut, wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Mit wem denn sonst? Ja. Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam, deine Worte kommen bei mir nicht an! Wer ist der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame! Die Leute nennen mich Loche. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeits-Junkie. Du hörst ja doch! Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine! Oh, ist der eklig! Herrlich! Ich hab jetzt schon richtig viel Spaß! Interessant. Was macht der Typ? Reagier nicht drauf. Scheint ihn nur anzustacheln. Gar nicht übel. Ich sehe Potenzial. Und Liebe zum Motorrad. Doch noch! Wärst du nur, statt das Fahren zu leben! Ein Motorrad ist weit mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen.
Alter, Alter, hallo? Na, das war's. Du bist ja gut. Was mehr davon? Mehr davon! Lass es mich spüren! Alter, was ist bei dir verkehrt gelaufen? Bisschen schmerzpervers. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der Bessere triumphieren. Na, wie ist das? Oh! Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal. Was? Schade, das war's wohl. Vorerst. Pass auf, dass du nicht die Haare ansenkst, meiner. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Schweinebacke. Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Kann man machen, aber ein bisschen übertrieben war das jetzt schon, fand ich. Bravo, Rüß, was? Passt nicht so ganz rein. Das musst du mir nicht sagen. Willst du denn keine Belohnung? Nein. Oh, Jesse und Cloud. Nicht mehr ganz so das Großmaul. Von mir kannst du noch so einiges lernen. Sprachlos vor Bewunderung. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Also das sieht alles ganz geil aus, aber ich fand so diesen Endkampf mit diesem Motorrad-Fuzzi... Der hat da nicht reingepasst, dieses ganze Salto links, rechts, Wandfahren. Das war mir ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Das passt einfach nicht zum Remake. Bin ich mal ganz ehrlich. Ich meine, man kennt so eine Szene aus dem das ist Advanced Boden. Children. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Film, aber. Naja. Simsalabim! Stopp, ich will mal kurz gucken. Ich will einfach mal woanders lang gehen, um zu gucken. Okay, geht nicht. Vielleicht findet man ja irgendwas, was nicht auf dem Hauptweg ist.